Yeah! Hallo und herzlich willkommen hier bei den Saxophon-Praxistipps. Yeah! Normalerweise erkläre ich ja hier immer Dinge für Leute, die schon so Saxophon spielen können. Vielleicht ein paar besondere Spieltechniken, Soundtechnik, auch ein bisschen Pflege, Wartung und so weiter und so weiter. Aber an der Stelle heute will ich gerne auch mal Dinge erklären für vollkommene Saxophon-Einsteiger. Also für Leute, die vielleicht gerade erst ihr Saxophon gekauft haben und mal gucken wollen, wie sie dann so richtig reinkommen. Und in dem Video jetzt will ich einfach mal zeigen, wie man das Saxophon richtig zusammenbaut. Ja? Und solltest du ein Saxophon ganz, ganz neu haben, dann kannst du das jetzt mit mir gemeinsam machen. Das ist nämlich das Beste, was du tun kannst. Stell dir einfach mal vor, du hast dein Saxophon gekauft, machst den Koffer auf, das sieht natürlich toll aus, also glänzt schön, hoffentlich glänzt schön und die vielen Mechaniken, und da kann es natürlich passieren, wenn du jetzt einfach so da reingreifst und das Saxophon rausnimmst, dass du vielleicht irgendeine Mechanik verbiegst, und deshalb ist es gut, wenn du das mit mir gemeinsam machst. Ich zeige dir in ganz kleinen Schritten genau, wie es geht. Ja, und da können wir eigentlich loslegen. Das erste, was du brauchst, ist noch gar nicht dein Saxophon, sondern den sogenannten S-Bogen. Und der S-Bogen sieht so aus. Ja? Das ist der S-Bogen. Ja? Und den gibt es beim Alt-Saxophon. So sieht er beim Alt aus. Und ich habe hier auch einen S-Bogen fürs Tenorsaxophon. Und dann siehst du schon einen Unterschied. Abgesehen davon, dass der S-Bogen fürs Tenor ein bisschen größer ist, hat er da oben auch so ein bisschen diese Biegung. Ja? Hat das Alt-Saxophon nicht. Das geht eher so gerade nach oben. Und wenn du irgendwelche Fotos siehst oder Videos bei YouTube, wo jemand Saxophon spielt und du weißt nicht genau, spielt er gerade Alt- oder Tenorsaxophon, kannst du an dem S-Bogen sehr deutlich sofort sehen, was das für ein Saxophon ist, ob es ein Tenor- oder ein Altsaxophon ist. Ich werde das jetzt erklären mit dem Bogen fürs Altsaxophon. Solltest du ein Tenorsaxophon spielen, bleib dabei, weil die Erklärung ist genau die gleiche. Ja, den lege ich jetzt mal weg. Dann haben wir also den S-Bogen, und das erste, was du jetzt nehmen kannst, ist das sogenannte Korkfett. Wir haben hier an dem S-Bogen, haben wir ja da, so sieht man es, dann haben wir den Kork hier, ja. Und dieser Kork ist bei neuen Saxophonen oft ein bisschen hart, ein bisschen trocken, ein bisschen spröde, ja. Und da ist es gut, wenn man den so ein bisschen einfettet. Und da gibt es dann Korkfett. Ja, oder wenn du das nicht hast, ich nehme hier gerade so einen Lippenstift, also so Lippencreme, und damit kann man das dann sehr schön einfetten. Wenn das Saxophon neu ist, kann man das durchaus auch mal eine Zeit lang jeden Tag machen, weil gerade am Anfang kann der Kork ganz gut Fett gebrauchen. Und dann, wenn du Lust hast, kannst du hier auch mal ein bisschen einfetten da unten. Das ist der Teil, wo der S-Bogen auf den Korpus gesteckt wird. Und wenn das ein bisschen eingefettet ist, dann geht es auch besser. So, jetzt haben wir den S-Bogen-Kork eingefettet. Und als nächstes kommt jetzt das Mundstück. Ja, so, das ist das Mundstück. So sieht das eigentlich aus, wie das beim Saxophon normalerweise dabei ist. Ja, wenn du das hier oben mal abmachst, dann siehst du ein schwarzes Plastikding. Für Saxophonisten, die schon länger spielen und sich dann irgendwann mal ein neues Mundstück kaufen, da gibt es Mundstücke zum Beispiel aus Kautschuk, es gibt Mundstücke aus Metall, es gibt sogar Mundstücke aus Holz, aber bei Einsteiger-Saxophon ist normalerweise ein Mundstück aus Plastik dabei, und das ist auch okay zum Lernen. Erstmal ist das vollkommen in Ordnung. Und jetzt sehen wir mal zu, wie wir das Mundstück auf den S-Bogen kriegen. Das machen wir am besten so, indem man hier so leicht ein bisschen hin und her dreht. So kann man das aufdrehen. Und bei mir sitzt das Mundstück dann gut, wenn ungefähr hier noch so ein Zentimeter von dem Kork übersteht. Das ist aber von Saxophon zu Saxophon anders, von Mundstück zu Mundstück anders. Ist auch einfach die Frage, wie breit ist der Kork hier? Also das kann ein bisschen mehr oder weniger sein. Bei mir ist es bei einem Zentimeter gut. Es ist übrigens auch so, das werden wir in einem anderen Video mal genauer machen, damit stimmst du auch das Saxophon ein. Ja, wenn du das Mundstück nur so ein bisschen drauf machst, dann ist das Saxophon tiefer. Wenn du das Mundstück mehr drauf machst, dann wird das Saxophon höher. Ja, so intoniert man das Saxophon oder stimmt das Saxophon ein. Was ganz, ganz wichtig ist, wenn du das Mundstück so drauf hast, dass die Öffnung, also diese Öffnung, genau nach unten zeigt. Ja, ich habe schon mal den Fall gehabt, dass Schüler in die Musikschule kamen, wo ich unterrichtet habe,
und sagten, ja, erste Stunde, ich habe schon zu Hause ein bisschen ausprobiert, habe sogar schon Töne rausgekriegt und hatten dann das Mundstück mit der Öffnung nach oben. Das ist natürlich vollkommen falsch. Also die Öffnung muss nach unten zeigen, ja. So, und dann können wir als nächstes das Blatt gebrauchen, das Saxophonblatt. Das nehmen wir raus. Und jetzt ein kleiner Trick. Wenn ich mein Saxophon zusammenbaue, fange ich gar nicht mit dem S-Bogen-Mundstück an, sondern als allererstes nehme ich das Blatt und stecke es in den Mund. Und während das im Mund steckt, baue ich das Saxophon zusammen und danach ist das Blatt schön feucht. Das Blatt muss nämlich feucht gemacht werden, sonst spricht das nicht richtig an. Ja? Wenn du das Blatt im Mund nimmst und mit der Zunge so ein bisschen feucht machst, musst du aber aufpassen, dass du hier vorne an der Kante, dass da nichts einreißt oder dass du da nicht dagegen kommst mit den Zähnen oder so. Also muss man schon sehr vorsichtig sein. Das ist sehr empfindlich da vorne. Dann machen wir das Blatt schön feucht. Und dann siehst du hier an dem Mundstück diese ganz glatte Fläche, ja. Und du siehst bei dem Blatt hier eine gewölbte Seite und du siehst eine glatte Seite. Und diese beiden glatten Seiten, die werden aufeinandergelegt. Und am besten so, dass hier vorne die Spitze, da vorne, genau mit der Spitze des Mundstücks abschließt. Das ist ungefähr so, ist es bei mir ganz gut. Ja, ich hoffe, das kann man sehen. Okay, und dann halte ich das mit dem Daumen fest und dann kommt die sogenannte Blattschraube drauf. Ja, so, und wenn ich das hier so habe, dann mache ich die Blattschraube so drauf, dass nachher die Schrauben unten rechts sind. Ja, ich mache das mal gerade und dann zeige ich es dir. So. So sieht es richtig aus, ja? Oder wenn es nach unten ist. Also von mir aus gesehen rechts, da sind die Schrauben und die zeigen nach unten. Es ist übrigens folgendes: Diese Blattschraube ist konisch. Das heißt, wenn du die aus Versehen falsch rum draufsetzen willst, dann wirst du merken, es geht nicht weiter. Also es geht im Grunde nur richtig rum und da muss man am Anfang vielleicht ein, zweimal ausprobieren, bis das richtig klappt. So, und jetzt, wenn du hier dir das Mundstück mal anguckst, da hast du die Kante hier vorne, ja, und du hast die Kante da hinten. Und diese Blattschraube, die sitzt dann ungefähr in der Mitte, ja, dann sitzt sie ganz gut. Und dann kann ich hier unten die Schrauben ein bisschen zudrehen. Die sollte man aber auch nicht so richtig feste zudrehen, sondern einfach nur so, dass das Blatt sicher sitzt und dass das Blatt nicht verrutschen kann. So sieht das eigentlich schon ganz gut aus, ja. Wenn das bei dir auch so aussieht, dann ist es wunderbar. Jetzt können wir noch mal kontrollieren, wenn wir das festgedreht haben, ob auch wirklich hier oben die Spitze von dem Mundstück genau mit der Spitze von dem Blatt übereinstimmt, ja. Und ansonsten vielleicht noch ein bisschen so nachregulieren. Dann kann man die Schraube noch mal ein klein bisschen losmachen und verschiebt dann das Blatt noch mal so ein bisschen, damit es auch wirklich so in der Mitte sitzt. Und dann dreht man das wieder fest. Yeah! Und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Das nächste, was wir brauchen, ganz, ganz wichtig, der Saxophongurt. Ja, weil wir werden gleich das Saxophon nehmen. Und das allererste, was du machst das Saxophon an dem Gurt fest. Nämlich, wenn das Saxophon runterfällt, ja, weil es nicht festgemacht ist, weil du vielleicht so in der Handhabung noch ein bisschen unsicher bist, und das Saxophon fällt runter und die Mechanik ist verbogen, dann musst du direkt in die Werkstatt und es könnte eine größere Reparatur geben. Deshalb als allererstes den Gurt festmachen. Und hier kannst du den Gurt in der Länge ein bisschen verschieben. Das geht am besten, indem du vorne den Karabinerhaken festhältst und dann hier nach oben oder nach unten verschieben kannst. Es gibt Gurte, ja, die sind hier ein bisschen breiter, es gibt Gurte, die sind enger, es gibt da unterschiedliche Gurte, aber im Prinzip sind die oft sehr ähnlich. Es gibt natürlich für Leute, die ein bisschen Probleme im Rücken haben, gibt es noch ganz andere Systeme, werden wir auch in einem anderen Video mal machen. Also so Schultergurte und dann so Dinger, die man sich hier drauf setzt und so. Aber das ist so der normale Gurt, der halt dabei ist, so in der Form oder ein bisschen ähnlich. Und das kann man schon mal ein bisschen hier hoch machen, weil erfahrungsgemäß sitzt das Saxophon zu weit unten, wenn man den Gurt zu lang hat. Also den kann man ruhig mal so ein bisschen hoch machen. Und jetzt nehmen wir das Saxophon, ja. Und das Saxophon, wenn das im Koffer ist, man sollte nicht einfach in den Koffer reinpacken und das Saxophon rausnehmen. Das Saxophon
nimmst du am besten hier am Becher. Ja, da ist keine Mechanik, da kann nichts passieren. Das kannst du so nehmen oder du kannst es so nehmen, da kann auch nichts passieren. Und mit der anderen Hand kannst du hier das noch unterstützen, unten an der Krümmung. Und so hast du das Saxophon relativ sicher in der Hand, ohne dass du irgendeine Mechanik verbiegst. Yeah. Und jetzt siehst du hier so einen Ring. Ja, also ich sag mal auf der Rückseite, ungefähr hier in der Mitte, da ist ein Ring. Und das ist der Ring, wo der Karabinerhaken drankommt. Und wenn du das schon mal hast, kann im Grunde nichts mehr passieren. Juhu, das Saxophon hängt, ja, und es kann nicht mehr runterfallen. Und hier oben, da kommt jetzt der S-Punkt drauf. Und Magic, ich habe auf einmal ein anderes T-Shirt an, ja, und eine andere Brille. Okay, also, ich bin gerade das Video am Schneiden und da ist mir ein Fehler aufgefallen. Ja, genau an dieser Stelle habe ich etwas vergessen, nämlich, wenn du das Saxophon aus dem Koffer holst, dann hast du hier oben normalerweise so ein schwarzes Plastikteil drin und dieses schwarze Plastikteil heißt Herzschoner und das ist dafür da, damit dieser, ich sag mal, dieser Nippel hier, diese Mechanik, damit die geschützt ist im Koffer, damit die nicht verbiegen kann. Das heißt, wenn du das Saxophon aus dem Koffer holst, ja, dann hast du die schwarze Ding noch drin, dann machst du hier die Schrauben mal locker, bei mir ist es die rechte, und dann nimmst du das raus und dann kann eigentlich das Video weitergehen. Und wenn du dann später das Saxophon zusammenpackst und wieder im Koffer packst, dann kommt natürlich dieses schwarze Ding, dieser Herzschoner wieder da rein, damit dieser Nippel geschützt ist. Okay, und jetzt geht's wieder weiter mit dem richtigen Video. Ciao. Und hier oben, da kommt jetzt der S-Punkt drauf. Und da siehst du hier zwei Schrauben, ja. Bei mir ist es so, die linke Schraube, die ist eigentlich jetzt erstmal unwichtig. Da käme normalerweise so ein Notenhalter dran, falls du Marschmusik spielst. Bei mir ist es die rechte Schraube. Ich weiß aber nicht, ob es bei jedem Saxophonmodell die rechte Schraube ist. Die drehe ich ein bisschen los. Dann nehme ich den S-Bogen und da kann man auch so mit kleinen Drehbewegungen, so hin und her, kann man den S-Bogen festmachen. Und da ist es wichtig, du siehst hier so einen kleinen, ich sag mal so einen Nippel, ja, das ist so eine Mechanik, die hier oben diese Oktavmechanik betätigt. So, und wenn du es drauf machst, ist es so, dass dieser Nippel da drin sein muss. Also das muss locker zu bewegen sein. Das erlebe ich manchmal bei Einsteigern, die machen das dann irgendwie falsch fest und dann ist dieser Nippel, der ist dann außen. Ja? Und wenn du das dann so festmachst, kannst du mal gucken, dass dieser Nippel, also dieser Oktavmechanikteil, dass das hier ungefähr so mittig ist, dass also der S-Bogen, ich sag mal so ungefähr gerade sitzt und nicht so in eine Richtung weg zeigt, zum Beispiel in die Richtung oder in die. Das sollte ungefähr gerade sitzen. Wenn wir das haben, dann kannst du die Schraube wieder festdrehen. Ja. Und dann kannst du mal überprüfen. Guck mal hier, bei mir würde das Saxophon an die Nase gehen. Ich könnte also gut mit der Nase spielen. Und dann nehmen wir den Gurt, mache ich ein bisschen runter. Und dann kommt das Saxophon eigentlich gut an den Mund. Das war mal so das Thema Zusammenbau des Saxophones. Damit du da keine Fehler machst und keine Mechanik verbiegst und so. Dafür war das ganz, ganz wichtig. In weiteren Videos werde ich ja auch mal zeigen, wie du die ersten Töne rauskriegst und wie du mit der Zunge umgehst und wo die Finger hingehören, wie du die ersten Griffe machst. Und da gibt es also noch viele spannende Themen. Wenn du Lust hast, wenn dir das gefallen hat, dann besuch mich doch mal beim kostenlosen Testmonat. Ja, ich habe eine Saxophonschule, die Online-Saxophonschule, Saxmasters heißt das. Ganz einfach zu finden im Internet www.saxmasters.de und da gibt es einen kostenlosen Testmonat. Du kannst einen Monat lang Unterricht bei mir schon mal haben, kostenlos, unverbindlich und wenn es dir dann gefällt, dann meldest du dich an und dann hast du richtigen Unterricht bei mir über viele Jahre und ich zeige dir Schritt für Schritt so den ganzen Weg, wie du mit dem Saxophon einsteigst und wie du immer besser wirst, bis hin zum Improvisieren und wir spielen dann tolle Songs und bekannte Songs und das ist dann eine spannende Angelegenheit. Würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Bis bald wieder. Ciao.